Eis hier oben den Gegner auf Gano. Shreddy kann da zwischenzeitlich noch Flacker rausnehmen. Der AWP für Eis gibt hier leider nur den Tag, aber der Double Hit mit dem Double Peak direkt hier gegen Shreddy. Double Opening jetzt hier für Rebound. Kurze Situation damit gegeben. Die Nate nicht wirklich viel gemacht hat gegen Toxic. AWP jetzt hier aber Party Position mit dem Connector Hold. Rick hier über CT. Siegel, schön von Eis gespielt, kann Rick da rausnehmen. Flacker hier schön abgeaimt. Hätte der erste Shot mal gesessen, dann wäre kein Ding mehr drin gewesen. Toxic hier, kann Eis da abfangen. Flacker 4 HP, muss jetzt hier gegen 2. Ist auf jeden Fall machbar, aber nicht mit der Position von Toxic, die gespielt wird. Eco-Round hier für Rebound. Wir haben zwar 2 P250s, aber das wird nicht ausreichen. Afghano hier Double-Kill direkt gegen Flacker und Eis. Rechter Position jetzt bekannt. Kriegt hier den dritten, den vierten für Afghano. Da geht hier die Muni aus, kriegt bisher kein Ace, aber das Ace kommt noch rein mit der USP. Ace für Afghano. Dark Tricks hat hier ein kleines Problem, wenn er sich nicht langsam mal aus dem Staub macht. Und das wird so gut gespielt hier von Afghano. Kann hier tatsächlich absolut nicht connecten. Was war das denn wieder von Afghano? Warum? So viele Spieler an ihm vorbeigelaufen, er kriegt keine, nicht mal den Hit gesetzt. Dafür kriegt Energy hier aber den Tag. Flash sitzt leider nicht ganz so, aber Energy, schöner Hold. Schöner Kill und direkt dreht rein ins Crosshair hier von Energy. Schaut hier aber, ob man den einen oder anderen Pick bekommen kann hier mit dem Angle. Ice wird hier gleich ein kleines Problem haben. Nur was für ein Flick von Ice. Opening dafür Rebound, Flacke hier mit dem Upgrade. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da Ducktrix hat jetzt zwar auch Kevlar, aber nur noch 19 AP. Ice durch die Smoke Relax rausnehmen können. Stark gespielt von Rebound. Haben hier die Überzahlsituation gemacht hier gegen 3. Wieder der Tag und Afghano. Double Kill gegen Tequila und Energy. Was ist das bitte für eine Smoke Bang Runde hier? Will auf jeden Fall, er will. Man fühlt es. Man will immer peaken, aber man traut sich nicht. Man weiß, dass man das nicht sollte. Und Flacker hat das richtig gemacht. 2 Kills für Flacker. Schöner Hold da von Flacker. Beide Schützen haben Pressure gemacht. Haben die Rotation Richtung B. Rick kann hier Energy rausnehmen. Und da sehr viel Raum eingenommen von Ice. Aber verliert diesen Raum wieder hier gegen Rick. Pit Hold für Rick. Gegen 3. Das könnte gefährlich werden jetzt hier für Rebound. Der Spieler muss fallen, sonst geht die Runde wieder an die Reds. Das wäre absolut fatal. 2 Kills da für Rick. Was für ein Quad-Kill von Rick hier in der Runde. So, wieder Bananenkontrolle jetzt hier für Rebound. Energy kann schon mal ordentlich Damage machen hier gegen Rick und Toxic. Flash lässt tatsächlich die beiden hier nicht aus dem Staub machen. Dark Tricks hier oben schon mal gegen Relax. Nimmt jetzt hier die Smoke, geht für den Follow-Up. Kann da tatsächlich noch Afghano rausnehmen. Der Ausschluss über A war leider nicht so erfolgreich hier für Eis. Aber Tequila im Wegrennen. Plus S Counter-Strike ist jetzt hier die neue Meta anscheinend. Energy auf 10 AP, muss hier aber noch gegen 2 Toxic und Treddy. Und da Ducktrix in der Triple Kill für die Runde auch noch gegen Treddy hinterher. Tequila hier mit der Apps Position. Komplette Rotation Richtung A wird auf jeden Fall erwartet. Und Tequila, was für eine Runde gespielt von Rebound. Starker Hold hier auf B und auf A. So, jetzt haben wir hier auf der Seite der Reds wieder mal die Eco. 5 Tech-9s, da geht es voll Gas Richtung B. Ducktrix hier direkt mal 2 rausnehmen können. Und das Spraydown für Flacker, der Hold auf B von Ducktrix. Und Flacker, stark gespielt von Rebound. Und Flacker hier mit dem Move. Da wird Toxic einfach alles checken und tatsächlich Flacker da rausnehmen können. Immer, was ist das denn bitte für ein Move gewesen hier von Toxic? Jetzt wird es aber gefährlich hier für Rebound. Offen Smoke. Impact frei hier für die Runde, sondern eigentlich nur noch gut für Toxic. Denn Toxic weiß, dass von Coffins keiner kommt, wenn man das smoked. Oh, AWP Tag leider nur gegen Energy. Molly hier für den Push. Ducktrix wieder rauskommen. 12 HP da und Toxic klatscht die Runde. 3 gegen 1 für die Reds gemacht hier. 13 zu 8.